So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir eine Aufgabe des Prophetens abgeschlossen. Da haben wir zuletzt in Davons Wacht gestanden, aber ich habe mir einfach jetzt mal die Freiheit genommen und bin schon zu Jürgens Wehr geritten, damit wir so schnellstmöglich nach Rift kommen. Da in Rift jetzt auch irgendwelche Probleme herrschen. Ich glaube, das waren Riesen, soweit ich mich erinnere. Ja, es müssen Riesen sein, ja, weil mir jetzt gerade einfällt, welcher Endgegner dort auf uns wartet. Ja, also es sind Riesen, die das Problem sind und wir hoffen natürlich, dass wir denen helfen können. Und ja, in Rift werden uns aber auch noch die beiden Endquests zur Magier- und Kriegergilde erwarten. Die werden wir natürlich dann auch irgendwann mal dann in Angriff nehmen. Und dann haben wir schon die Gilden soweit abgeschlossen. Ist ein kleines bisschen traurig, weil dann wir mit der Gilde eigentlich so gar nichts mehr viel zu tun haben, beziehungsweise haben wir gar keine Berührungspunkte mehr mit denen, soweit ich mich jetzt entsinne. Ist halt schade, weil der Merrick und die gute Wallas, die sind mir doch ein bisschen ans Herz gewachsen und natürlich auch Elif. Ja, aber man kann natürlich ja das nicht erzwingen, dass man dann nichts mehr mit denen zu tun hat, wenn das natürlich die Elder Scrolls Online nicht möchte. Das südlichste Jahrtum von Himmelsrand genießt ein relativ gemäßigtes Klima, das es den Bergen im Norden zu verdanken hat, die die eisigen Böen des Meeres der Geister abhalten und den wärmenden Vulkanen des Velotit-Gebirges im Osten. Die Hauptstadt ist Rift, an den Ufern des breiten Hondrichsees gelegen. Genau. Ja. Und dann, gut, wir haben zwar jetzt noch andere Gilden, die auf uns warten, aber trotzdem, das ist halt, ich finde es mal ein bisschen blöd, dass man dann gar keinen Bezug mehr zu den Gilden irgendwie hat. Kann natürlich sein, das ändert sich mit neuen DLCs, aber wer weiß. Aber wir sind jetzt in Rift angekommen. Unsere Reise geht in die fünfte Runde. Und ja, dann haben wir den Ebenherzpakt auch schon abgeschlossen. Das ist schon ein kleines bisschen traurig, aber es muss ja getan werden. Man kann ja die ganze Welt nicht den Abgrund geweiht lassen. Okay, ja. Sehr interessant. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob es hier noch was zum Erkunden gibt. Ich glaube nämlich hier... Verärgerter Liebesbrief. Leofa, ich dachte nur, ihr solltet wissen, dass euer Gefährte euch nicht liebt. Er liebt das Abenteuer und die Gefahr und das Töten von Dingen und dass sein Name auf ihren verdammten Wänden gekritzelt wird. Aber euch liebt er nicht. Nicht wie ich euch liebe und immer geliebt habe und noch immer lieben werde. Wenn ihr endlich zur Vernunft gekommen seid, wisst ihr, wo ihr mich findet. In Liebe, Ingald. Oder Igald. Aha. Es erinnert mich ein bisschen an Sven und, oh Gott. Ach, in Flusswald. Oh, wie hieß denn der Elf? Irgendwas mit F war das doch. Ja, da konnte man ja auch diese beiden Herren gegeneinander ausspielen, beziehungsweise konnte man ja dann... Oh, wie hieß denn diese Tante? Oh Gott, das ist ja wirklich traurig, dass ich nicht mehr den Namen von den NPCs weiß. War das irgendwie... Nee, Christina hieß die nicht. Aber ich glaube, irgendwas mit C war das damals gewesen. Ja, vielleicht finden wir mal den E-Guide und wissen, wie der gute Herr aussieht. Oder die Leofa. So, wir schauen uns mal um. Vielleicht können wir hier nochmal irgendwas klauen. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Das ist sehr ungünstig. Und das werde ich jetzt mal kurz nachholen. Damit ich auch weiß nicht, dass ich dann zu lange oder zu kurz die Folge dann mache. Gut, jetzt weiß ich das sowieso nicht. Ich gehe mal davon aus, es sind ja schon 2 oder 3 Minuten. Naja, mal schauen, wie lang die Folge nun sein wird. Ist ja auch sehr trübe Stimmung hier. So. Dann haben wir hier... Ach, Sendeschreiben des Ortes. Also des Ordens, nicht des Ortes. Eine Güte, ach, hier muss ich hin. Wer ist das? Vigrod Gespenst der Tod. Hallo? Vigrod. Ja, was ist? Ich organisiere hier unsere Verteidigung. Sprecht mit Gary im Adalas, wenn ihr Vorräte braucht. Der Skaldenkönig hat mich geschickt. Ich bin hier, um zu helfen. Der Königspfeil.
Wohl an, meine Freundin. Die Stadt steht unter einer ständigen Bedrohung. Und eine Horde Rägmannen hat die Mine übernommen und sich darin eingeschlossen. Also die trauen sich ja was. Oh Gott, nein, da kommt ja gerade was ganz Schlimmes in den Kopf. Wie kriegen wir sie raus? Rezisch versucht, in die Mine einzubrechen. Da drin sind Leute von uns eingeschlossen. Und wir müssen verstehen, was zum Vergessen das Räg vorhat. Ich werde sehen, ob ich Rezisch helfen kann. Rezisch ist eine schlaue kleine Ex. Wenn jemand an dieser Magie vorbeikommt, dann sie. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, Vigrot? Ich werde beantworten, was ich kann. Aber fasst euch kurz. Es gibt noch viel zu tun. Ihr seid kein Mitglied der Armee des Pakts, oder? Nein. Ich bin stolz darauf, mit den Gefährten zu reiten, den Erben von Iskramor. Die Fahlsteinhalle ist unser Heim. Sie liegt nur ein kleines Stück nördlich der Stadt. Aber gerne erheben wir unsere Klingen im Dienste des Pakts. Wer sind die Gefährten? Bei Schurs Knoch. Ihr habt noch nie von den 500 gehört? Die Gefährten sind jene tapferen Krieger, die einst mit den legendären Iskramor in die Schlacht zogen, um Himmelsrand zu erobern. Wir sind ihre Nachfahren. Im Blute wie im Bunde. Ihr habt davon gehört, was ich in Ostmarsch getan habe? Wollen wir mal sehen. Den Großkönig vor Gift gerettet, eine Horde Orks aufgehalten, dem Pakt bei der großen Volksversammlung beigestanden und dafür gesorgt, dass die Allianz nicht auseinanderbricht. Nee, von euch habe ich noch nie was gehört. Ach so, na dann. Wer sind ihr Regmann nochmal? Stammesclans aus dem fernen Westen, oben von der Grenze nach Hochfels. Man nennt das Gebiet das Rake, daher also Rake-Mannen. Sie sind ein garstiges Volk, das den Jarlen seit Generationen Ärger bereitet. Ich habe keine Ahnung, was sie so weit entfernt von den Liegenschaften der Clans machen. Welche Clans greifen Schorstein an? Knochenformer. Sehr schön. Die schlimmste Art Schamanen. Kaum ein Deut besser als Nekromanten. Sehr schön. Sie verwenden Leichen für ihre üblen Zeremonien. Da haben wir uns ja wieder mal die schönsten Regmanen rausgesucht. Gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Rift, also von den Storylines finde ich eigentlich Ostmarsch. Dann kommen, gut, die Scharnsteinfälle, Rift und Schattenfen. So von der Story, also von meinem Ranking her. Und ist Rift halt an vorletzter Stelle, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das jetzt auch mit dem Let's Play, aber hat mich halt nicht ganz so interessiert, sagen wir es mal so. In diesem Fluss fließt Gift. Ihr solltet zurückbleiben, während wir uns vorarbeiten. Vigrot schickt mich, um beim Vordringen in die Mine zu helfen. Das Ungeziefer aus dem Rake versteckt sich hinter seinem magischen Schild. Wir müssen ihn niederreißen. Für den Pakt und für den Ruhm. Wie können wir den Schild stören? Draußen vor der Siedlung erfüllen dunkle Schamanen Leichen mit verdorbener Magika. Nehmt diesen Talisman. Benutzt ihn, um die Verderbnis zu entfernen und den Leichen ihre verdiente Ruhe zurückzugeben. Dann können wir das Böse des Reik gegen es selbst wenden. Ich werde das erledigen. So wenige haben genug Kraft, um den Schamanen aus Rake entgegenzutreten. Beeilt euch, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Was macht ihr mit diesen Abbildern? Die anderen Magier und ich haben versucht, uns einen Weg hineinzubahnen. Wir haben Abbilder für einen eigenen Zauber vorbereitet. Ihre Schamanen sind mächtig. Jetzt, nach eurer Ankunft, können wir zuschlagen. Inwiefern wird uns das Sammeln von Magika helfen? Mystizismus spricht besonders stark auf teilnahmsvolle Taten an. Ihre Zauber schützen die Höhle. Symbolisch ist das die gleiche Energie, die sie aus den Toten pressen. Wir werden die eine gegen die andere einsetzen. Okay, warum graben die Rägmann die Leichen aus? Sie sind Mystiker. Die Kunst des Mystizismus erlaubt es einem Magier, den Fluss der Magiker zu lenken. Diese dunklen Schamanen, sie zerren die Leichen aus der Erde. Sie entziehen den Körpern die letzte Magika. Sie scheren sich also nicht um die eigentlichen Körper? Ja, genau. Für diese Knochenformer ist ein Körper nur die Schale einer Frucht. Sie pressen sie mit diesem Ritual aus. Entziehen den Toten den letzten Tropfen Flusswasser. Sehr sympathisch, dieser Regenmann. So.
Nun gut, dann werden wir jetzt immer versuchen. Was werden wir jetzt eigentlich versuchen? Warte mal, mal kurz hier. Ach ja, wir müssen die, was? Die Leichen zerschlagen und deren Magiker sammeln. Okay, das klingt ja nicht allzu schwer. Und übrigens, ich habe mir einen kleinen Begleiter geholt, so eine süße kleine Fledermaus. Also was heißt geholt? Die war ja in dem Greymoor DLC, glaube ich, mit enthalten. Oder man hatte die, glaube ich, auch freigeschalten. Soweit ich mich jetzt erinnere. Und ich dachte mir, so damit ich mich nicht so einsam fühle, nehme ich einfach mal den kleinen Begleiter mit. Ich meine, es hat ja lange genug gedauert, bis ich mir einen Begleiter überhaupt erstmal raussuche. Ich glaube, wir sind jetzt bei der, keine Ahnung, 100. 15. 114. Folge. Einsammeln. Einsammeln. Haben wir noch unten? Da. Ist noch das dritte. Gut, habe ich auch eingesammelt. So, habe ich nicht noch mal irgendwelche gesehen? Da habe ich welche gesehen. Ja, also ich muss sagen, die Rift ist halt nur an vorletzter Stelle, weil das ist halt, ist schon interessant, die Storyline an sich. Aber das, ich weiß nicht, irgendwie, ja, hat mir das nicht ganz so gefallen. Also man hat es halt durchgespielt, ne? Man hat es auch genau, ne, gleichberechtigt durchgespielt. Also jetzt nicht irgendwie Dialoge geskippt, aber irgendwie, ja, war das halt nicht so meins. Kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach so ein bisschen in der Landschaft mitliegt, weil man hatte ja bei Steinfälle halt, ne, dieses etwas vulkanige Gebirge. In Osmarch halt, ne, den Schnee noch mit. Und in Steinfälle hatte man ja die Pilze, die Netsch und alles. Und es war halt alles so neu, so ein bisschen mystisch und total cool. In Schattenfen hatte man halt diesen Sumpf und ich muss sagen, der Sumpf ist jetzt nicht gerade unbedingt eine Landschaft, wo ich sage, oh boah, das finde ich voll schön und richtig bezaubernd und keine Ahnung, da baue ich mir jetzt ein Haus hin. Und bei Rift, das war halt so, das kannte man ja schon alles, ne? Das ist ja alles relativ realistisch gehalten, hier gibt es ja Bäume und nichts weiter. Und ich muss sagen, ich glaube, ich fand auch Rift auch bisschen gestreckt von der Story her, soweit ich mich jetzt noch entsinnen kann. Es ist halt alles sehr weitläufig gehalten, also finde ich jetzt, ne, im Gegensatz zu Ostmarsch, da keine Ahnung, da bist du 5 Meter gegangen und da warst du schon in Kühnesheim so ungefähr und hier musst du halt, keine Ahnung, gefühlt 5 Kilometer laufen, ehe du mal in Rift bist. Oder am anderen Ende von der Karte. Und ja, wann haben die Hauträuber Honda geholt? Ist halt ein bisschen speziell. Schon vor Wochen? Monaten? Jahren? Nee, hier gibt's doch gar keine Hauträuber. Ihr seid, glaube ich, gerade im falschen keine Gebiet. Keine Ahnung. Es ist nur ein Gerücht. Wie das von den Regmannen mit den abgerichteten Bären. Wir wollen doch keinen Ärger. Ich kann die Magiker des Talismans singen hören. Die Bildnisse sind jetzt bereit, euer Geschenk zu empfangen. Was nun? Erfüllt die Abbilder mit verderbter Magiker. Das sollte den Weg in die Mine frei machen. Und dann? Sucht nach dem Minenvorarbeiter Gandis. Er sollte wissen, wo sich die Reikmannen verstecken und ob noch einige Arbeiter überlebt haben. Aber erst müsst ihr einen Weg in die Mine öffnen. Ich mache mich an die Arbeit. Bündelt die Magiker in die Bildnisse. Das sollte den Schild schwächen, der den Mineneingang versperrt. Ja, und noch eine andere Sache, diese komischen Ranken, die gehen halt nicht weg. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen an Rift gestört hat, weil das sieht halt einfach nur so richtig komisch aus. Und dann denkt man sich, oh Mensch, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, die Verderbnis jetzt wieder besiegt. Und die komischen Ranken, die sind halt immer noch da, anstatt dass sie einfach mal weggehen. Das ist, sag ich mal, auch so eine Sache, die mich dann immer ein bisschen stört. Die Ebenerzmine bei Schorstein, die manchmal Rotbauchmine genannt wird, aus Gründen, die in gemischter Gesellschaft nicht erklärt werden sollten, ist die Grundlage der örtlichen Wirtschaft und seit Generationen schicken die Dorfbewohner trotz der Gefahren ihre jungen Männer und Frauen hinunter in die Mine. Also ich hoffe mal, da stand dann Mine. Ja, hier, ne, das sieht halt total unschön aus. Das sieht aus wie eine Krankheit. Und dann hat man hier diesen bösen Reikmann besiegt und am Ende, ja, bleiben die trotzdem noch hier drinnen stecken. Leise, runter.
Ich bin hier, um zu helfen. Die Gefährten haben mich geschickt. Freut mich zu hören. Jetzt seid leiser, sonst müssen wir beide dran glauben. Ich bin froh, euch zu sehen, aber sprecht bitte leise. Gut, dass ich euch gefunden habe. Wisst ihr, was die Reckmann da drin tun? Ich weiß nicht, wonach sie suchen, aber die Bastarde sind überall in der Mine. Sie haben die meisten meiner Minenarbeiter abgeschlachtet. Ich glaube, ein paar sind noch am Leben, aber gefangen. Findet sie und befreit sie, wenn ihr könnt. Ich werde es versuchen. Wisst ihr, wo die Anführer der Reckmann sind? Tief in der Mine ist ein uraltes Grabmal der Gefährten. Die Schamanen der Reckmannen gingen in die Gruft. Und danach setzten die Clansleute zwei Relikte ein, um den Eingang zu versiegeln. Ihre Anführer sind noch im Grabmal. Aber ihr werdet diese Relikte brauchen, um dort hineinzukommen. Ich werde die Relikte finden. Gebt auf euch Acht, Gandis. Bei Shors Knochen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Leiser! Haltet nach meinen Minenarbeitern Ausschau, während ihr euch umseht. Dieses Los verdienen sie nicht. Aber ich brauche alles, was ihr habt und das mir helfen könnte. Nun, ich hasse es, den hergeben zu müssen. Aber ihr braucht ihn wohl dringender als ich. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu einem geheimen Tunnel. Ja, der wäre nützlich. Ihr könnt euch helfen, hinter diese Kerle zu kommen. Danke, ich werde alles für eure Minenarbeiter tun, was ich kann. So, dann machen wir mal. Ach ja, ne, das sieht halt wirklich extrem cool aus. Bitte, helft mir! Was haben Sie euch angetan? Sie haben mich für etwas aufgespart. Für etwas Schreckliches. Ihr müsst mich aus diesen Ranken befreien. Ich werde euch befreien. Ist sonst doch jemand da unten? Ja, sie haben Adana, Narir und Rena tiefer in die Mine geführt. Findet sie. Bitte. Das werde ich es. Das werde ich. Jetzt lauft. Und dann haben wir jetzt direkt schon wieder eine neue Aufgabe. Von einem alten Grabmal dort unten. Es hat wohl Ach, ich glaube, mit dem hatte ich auch so meine Probleme. Der war nämlich richtig tricky. Ja, da bin ich schon einige Male gestorben bei der Faulranke. Aber weiß ich gar nicht warum. Oder ich glaube, das war der gar nicht, sondern jemand anderes. Ich glaube, das war damals eine Frau. Nicht mitnehmen oder Karotten kann ich mitnehmen, ne? Karotten. Käse. Was haben wir hier noch? Oh, ich glaube, das sind Herzen, ne? Ne, die nehmen wir dann mit. Ich weiß, was das für Herzen sind. So, den lassen wir auch mal in Ruhe. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz weiter. Mal kurz gucken. Okay, jetzt gehe ich einfach mal geradeaus. So, jetzt rennen wir trotzdem mal wieder ganz normal dran vorbei, bis wir halt eine gewisse Anzahl an Gegnern gesammelt haben. Wo es sich das auch lohnt, gegen die zu kämpfen. Zum Beispiel, ja gut, 4 Leute. Ja gut, 4 Leute ist schon... Verdammt. Ach, das war der Spaß. Ach ja. Ich glaube, da dürfen wir dann nochmal irgendwas einsammeln gehen. Glaube ich. Oh Gott. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ja, ihr seid frei, geht. Ja, gut, da habe ich aus dem Dialog jetzt übersprungen. Ich hörte, dass die Schamanen von Sinmur sprachen. Einer alten Kreatur. Böse, nehme ich an. Mhm. Entzündet! So, jetzt habe ich schon wieder irgendwo eine Ratte getötet, so wie es gerade klang, das arme Gequietsche.
Oder ist das vielleicht meine Fledermaus? Das kann natürlich auch sein, die Geräusche macht. So. Da habe ich jetzt noch was. Halt! Ich will hier unten nicht sterben. Was wird mein Bruder nur ohne mich tun? Ganz ruhig, ich befreie euch. Ich muss einfach hier raus. Ich muss meinen Bruder finden. Geht und findet ihn. Aber lasst euch nicht von den Rekmannen erwischen. Diese Schamanen suchen nach einem Monster, das schon lange tot ist. Okay. Sehr schön, sie sind mir wirklich sympathisch. Dann macht es auch gleich viel mehr Spaß, hier den Riff wieder aufzuräumen. Okay, komm her, Schlurfer. Ah, es sind sogar mehrere. Sehr schön, dann machen wir einfach mal so hier und dann mal viel Spaß. Oh Gott, weg sind sie. Die Rekmannen müssen ausgelöscht werden. Ja, das weiß ich. Haltet still. Diese Ranken, sie sind so eng. Macht schon. Stellt euch mal nicht so an. Wie, was? Armbreck Moorbaum. Ich werde nicht hier bleiben und mir ansehen, was sie vorhaben. Ja, ich glaube, es ist meine Fledermaus, die so billig rumquietscht. Aber die Armbrecher haben wir jetzt auch erwischt und haben sogar noch was gefunden. Und das haben wir auch gefunden. Gut, und jetzt müssen wir... Genau, jetzt müssen wir uns wieder zu dem Tor und ich glaube, beide Amulette dort platzieren und dann passiert irgendwas. Tschüss, Schlurfer. Ist man hier? Ja, hier. Hier war das. Oh, oh nee. Kein Knochenkoloss. Also alles aber bloß der nicht. Ja, dann könnt ihr mir hier 30 Millionen Kanbans irgendwie entgegenschmeißen, aber kein Knochenkoloss. So. Ja, lass mal Feuer. Lange haben wir dieses Grabmal bewacht und die Gebeine des Bösen sind nur gehütet. Das Böse versammelt sich hinter diesen Türen. Ich will aber nicht so rein. Ich habe Angst. Wenn ich schon sage, das Böse versammelt sich hinter diesen Türen, dann will ich nicht unbedingt mit dabei sein. Ich möchte nämlich auch mal irgendwie gute Dinge hier erleben. Huch, ei. Das war so geplant. Kehr zurück und schmeckt das Blut von Iskramors Erben. Okay. Das Blut von Iskramors Erben. Ich glaube, da war einer nicht ganz synchron. Das müsst ihr nochmal üben, wenn ihr wirklich böse klingen wollt. Okay, oh, das sieht ja richtig lecker aus. Da frage ich mich immer, waren die schon vorher hier oder haben die eben gesagt, hier, das ist unser, keine Ahnung, Geschenk von uns an euch und dann schmeißen die einfach die ganzen Knochen. Das ist ja ekelhaft. Die Knochen von Sinmur, dem Schrecklichen, wurden hier auf ewig begraben. Die Helden Feuerherz und Dunkelhammer brachten das größte Opfer, um Sinmurs brutaler Herrschaft ein Ende zu bereiten. Die Gefährten werden sich für immer an ihren Namen erinnern. Okay, ich glaube, die haben den ja jetzt befreit wieder. Oder aus seinem tiefen Schlaf geholt. Ach ja, die lieben Riesen. Obwohl, ich glaube, Sinmur wurde das mal angeschnitten bei Skyrim. Iskramor und Sinmur, ich dachte schon. Was ist das da eigentlich gewesen? Ich glaube, eine Schüssel von dem habe ich gar nicht benötigt.
Gedankt sei kühne. Ihr habt es lebend herausgeschafft. Ich bin nur froh, dass ich einige eurer Leute gefunden habe. Ich kann kaum glauben, dass jemand überlebt hat. Shores Stein steht auf ewig in eurer Schuld. Ich weiß, so wie viele andere Städte. Aber das klingt alles gar nicht so gut für Rift, wenn die jetzt den Simon wieder beschworen haben, um halt irgendwas zu machen. Aber wir werden sehen, was uns da erwarten wird. Ja, die war gerade noch am Leben. Die hat sich einfach nur gerade so hingelegt. Die simuliert. Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Sinmur ist zurückgekehrt. Wir müssen uns dem uralten Feind der Gefährten einmal mehr stellen. Ich sah ihn ins Leben zurückkehren, aber konnte es nicht aufhalten. Was nun? Die Regmannen seien tausendfach verflucht. Sinmur muss aufgehalten werden. Irgendwie. Es obliegt uns. Wir müssen die Gefährten sammeln und uns gemeinsam Sinmur stellen. Kommt ihr mit? Ich wollte gerade sagen. Ich war doch schon Stufe 46. Ja, zählt auf mich. Wie lautet der Plan? Wir haben für Schorstein getan, was wir konnten. Die Dorfbewohner können sich allein um den Nachgang kümmern. Wir haben andere Sorgen. Während wir hier waren, haben die Regmannen die Fallsteinhalle angegriffen. Fallsteinhalle? Die Halle der Gefährten, unser uraltes Hauptquartier. Sie ruht auf einem Berghang über Schorstein. Wir müssen nachsehen, ob wir noch jemanden retten können. Und wir müssen die Halle zurückerobern. Kann ich auf euch zählen? Natürlich, Vigrud, ich stehe euch bei. Zusammen werden wir die Fallsteinhalle stürmen und diesen Hunden eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden. Ich bin bereit. Die Fallsteinhalle muss zurückerobert werden. Unter dieser Halle wurden Relikte versteckt, einschließlich einer mächtigen Waffe, mit der man einst Sinmur den Tod brachte. Wollt ihr mir folgen oder mich dort treffen? Ich treffe euch dort. Wir treffen uns in der Fallsteinhalle. Machen wir nämlich einfach mal das hier. Auch um die Fähigkeitspunkte kümmere ich mich nachher. Aber ich würde einfach jetzt mal an der Stelle die heutige Folge beenden. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge zur Fallsteinhöhle aufmachen, die hier oben liegt. Und werden uns dann nochmal um den... Oh, Ära Erdwender. Mensch, die haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Ja gut, da werden wir dann mit Ära Erdwender als nächstes sprechen. Im Sinne schreiben vom Orden. Und sobald wir dann ihre Aufgabe erledigt haben, werden wir uns zur Fallsteinhöhle aufmachen und mal schauen, ja, was denn die Regmannen in der Fallsteinhalle so genau möchten. Und ja, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge von The Elder Scrolls Online wiedersehen werden.